Pizza, Pasta, Bistecca, Fiorentina, Parmaschinken, Parmesan, Tiramisu. Mann, bei italienischen Spezialitäten weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Und jetzt fügt unser Gaumenschmaus-Experte dieser langen Liste noch eine Spezialität hinzu. Vielleicht könnte auch ein Kraus werden. Bella Italia, die italienische Küche, ein Träumchen, aber hier mal wieder ein Internetrezept. Wir machen eine Lasagne und garantiert anders als die Italiener. Und sowas von, denn heute gibt's eine Schnitzellasagne, Gaumenschmaus oder fieser Gaumengraus. Das kommt rein. 400 Gramm Schweineschnitzel, natürlich ordentlich Lasagneplatten, 125 Gramm Mozzarella, 250 Gramm Champignons und 400 Gramm Spinat. Dazu 200 Gramm Gouda, 3 Tomaten, etwas Thymian und Oregano. Meister, wie geht's heute los? Wir beginnen mit der Tomatensoße. Da gibt es doch tatsächlich Leute, die kaufen die fertig im Glas. Ist doch viel zu teuer. Ist ratzfatz schnell und selber gemacht. Was brauchen wir? Ein wenig klein gehackte Zwiebeln. Die lassen wir jetzt schön glasig schmoren. Dann eine Dose gestückelte Tomaten und zerhackten Knoblauch. Alles für unser skurriles Rezept aus dem Netz. Mediterranen Kräuter und die schmecken genauso gut getrocknet wie frisch. Ganz klein bisschen Pfeffer. Wie ist denn das Feedback zu solchen Rezepten? Ich habe Zuschriften auf den Social Medias bekommen von Italienern und so weiter. Wir sollten es doch wirklich unterlassen, diese Rezepte hier so zu verhunzen aus der italienischen Küche. Dazu nämlich sehr stolze Köche und Köchinnen. Liebe Kollegen, was wir hier machen und beurteilen, ist alles echt, ehrlich, kommt aus dem Internet. Die Jury ist nicht bestochen. Und der Kommentar, der dann zum Schluss vor dem Hoffmann kommt, der ist echt und ehrlich. Also stellt euch mal nicht so an. Genau. Dann noch eine halbe Kelle Salz rein. So, und das lassen wir jetzt ganz langsam vor sich hin köcheln. Das wird ja eine Schnitzellasagne. Dirk, wie geht denn eine echte Lasagne? Eine richtige Lasagne habe ich in Bologna gekocht, mit Anna und Maria. Das war ein Restaurant und die haben mir gezeigt, vom Nudelteig hauchdünn. Eine richtige Lasagne hat 7 Nudelschichten und dann nur ganz klein bisschen von dem Ragout. Dieses Ragout nennen wir abgewandelt hier Sauce Bolognese oder Bolognese-Soße. Und da passiert gar nicht. Und vor allen Dingen, da passiert ganz viel. Vor allen Dingen, es gibt gar keinen Käse gerieben da oben drauf. Nein, und eine Käseschicht oben drauf ist auch Kardinalfehler. Nein, in die Bechamel, in die Mehlschwitze kommt der Pecorino-Käse hinein. Und dann ist es eine Original-Lasagne. Wisst ihr was? Das ist mir scheißegal. Die deutsche Lasagne hat mit der Lasagne in Italien überhaupt nichts zu tun. Gut zu wissen. Aber wie wäre es jetzt mit etwas Küchenlatein für unsere Zuschauer? Champignons sollte man nicht waschen, aber zu Pilzen, da habe ich euch echt was zu erzählen. Mach mal einen Schwenker mit. Geh mal mit mir rüber. In der Gemüseabteilung gibt's Hoffmanns Pilzkundeunterricht für Lau. Ein Traum von einer Pilzauslage. Jetzt gibt es ja Pilze in allen Variationen. Der meistgegessene Speisepilz in Deutschland ist tatsächlich der Champignon. Woran erkennt ihr, dass er frisch ist? Einmal muss er die schöne weiße Farbe haben. Und jetzt ganz, ganz wichtig, hier unten die Lamellen müssen geschlossen sein. Ist das hier schon geöffnet, dann ist der Champignon nicht mehr frisch. Champignons bitte nicht, Pilze nicht waschen, sondern nur so ein bisschen reinigen, weil die sonst sofort zu viel Wasser aufnehmen. Weiter geht's mit unserer Schnitzellasagne und Tiefkühlspinat. Ich liebe Spinat. Und wisst ihr wie? Mit ein paar Kartoffelchen in Butter gebraten und 2 Spiegeleier. Tolles Essen. Aber was macht der Hoffmann hier? Schnitzellasagne. Aus dem Internet mit Tiefkühlspinat, denn der ist saftiger als der frische und dazu etwas günstiger. Bisschen Salz und hier steht ja reichlich an Substanzen. Bisschen Salz. Das ist auch sehr deutsch. Das würde ein Italiener niemals machen, aber ich glaube auch die Türken nicht und auch die Spanier nicht. Da soll Muskatnuss rein. Muskat wirkt entspannend, schmerzlindernd und soll die Stimmung heben.
Vielleicht hilft das ja bei so einem skurrilen Rezept. So, bitte sehr. Danke! So, jetzt lassen wir das hier langsam köcheln. Der Spinat ist schon vorblanchiert, das heißt kurz abgekocht. Jetzt geht es mit den Schnitzeln weiter. Die kommen bei Dirk zuerst unter den Hammer. Guck mal hier, Giuseppe. Giuseppe, a Carpaccio vom Schweinefleisch. Dirk schneidet die Champignons in feine Scheiben. Die bekommen gleich eine Extrabehandlung. Doch vorher gibt es noch eine Portion Küchenwissen. Einen kleinen Küchentipp von mir zwischendurch. Tomate, alle roten Gemüse gerne ein bisschen Zucker dazugeben. Dann ist das Aroma etwas stärker hervorgehoben. Jetzt müssen wir noch den Käse reiben und schneiden. Und weil Anna und Maria in Bologna zuschauen, lieber noch schnell ein Wort an die italienischen Freunde. Aber wenn ich hier ganz ehrlich bin und deshalb liebe italienischen Kolleginnen und Kollegen, das ist eher ein deutscher Auflauf mit Schnitzel, Spinat und Tomatensoße, aber ich nenne es, so wie es im Internet steht, Schnitzel Lasagne. Jetzt könnte er sauer sein, oder nicht? Ivo, behauptet ja niemand, es wäre ein Originalrezept. Das Käseraben hat ein Ende. Wie geht's weiter? Hier, was wollen wir denn hier ziehen? Wir müssen noch eine Pfanne schmutzig machen. Die Extrawurst für die Champignons. So, das reicht ganz kurz. Die würzen wir auch bitte nicht. Sonst kochen die Champignons im eigenen Saft. Jetzt bindet Dirk die Tomatensoße mit einem Esslöffel Tomatenmark ab und würzt seine Schnitzelchen. Wir gießen das Kellergeschoss. Nicht zu viel. Schnitzel kurz anmelieren. Keine Pfannkuchen draus machen, abklopfen und dann als Schicht denn da drauflegen. Weiter geht's mit der nächsten Schicht. Und darauf verteilen wir jetzt ein paar von den Champignons. Dann folgt eine Lage Spinat und eine Trennschicht Lasagneplatten. Interessant. Dann geht's wieder von vorne los. Wie beim Original immer schön an den Schichtwechsel denken. Stockwerk Nummer 7 besteht aus einer Lage Mozzarella. Das stimmt ja hier auf genaueste. So, mache ich jetzt doch noch mal Nudelblätter. Die und geriebener Gouda bilden den Abschluss. So, haben wir alles drin. Die Form ist voll. Und jetzt kommt ein kleiner Spartipp hier heute vom Hoffmann. Küchenspartipp, so eine Sache braucht ihr den Backofen nicht 10 Minuten vorzuheizen. Ihr könnt das da hineingeben. Wir haben hier keine Backprozesse, das ist ein reiner Garprozess. Spart euch das Vorheizen, denn dann spart ihr Strom, Gas, Energiekosten. Die Schnitzellasagne ist fertig und sieht dem Original aus Bologna zum Verwechseln ähnlich. Aber ist sie auch ein Gaumenschmaus? Oder doch eher ein fieser Gaumengraus. Unsere tapfere Jury muss jetzt probieren. Euer Urteil bitte. Ich habe jetzt lange gesucht nach was Gutem, aber ich finde nichts daran. Geschmacklich hat es mich auch nicht umgehauen. Absolut unmöglich. Mamma mia, was sagt unser Küchenpapst zu seiner Kreation? Meine lieben italienischen Freunde, das ist hier mal wieder ein Beweis, macht das Originalding. Denn diese Schnitzellasagne hier ist trocken und schmeckt überhaupt nicht. Ach, schade, sah eigentlich erfolgversprechend aus. Aber nix war's.